Ja, seid ein Blick zu Die Wohnung von Abelmir. Zapanara. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Nun, wir wollen es herausfinden, denke ich. Sag mal, kleines Mädchen, wohnt deine Freundin im Zug? Ja, da komme ich auch her. Eine hervorragende Gelegenheit für deinen Hinterhalt, möchte ich meinen. Ja, das wollen wir ja nur hoffen. Das ist kein Hinterhalt. Ja, so würde dir jemand sagen, der uns in einen Hinterhalt locken will. Aber ich denke nicht, dass wir hier nicht die Wahl haben. Also, Kapitania? Du könntest deiner Freundin ausrichten, dass wir uns hier in der Schenke treffen wollen. Mir, was hältst du davon? Sie kann da nicht raus. Warum nicht? Sie sagt, ihr sollt zu der Wohnung von der Hellseherin kommen. In den Zug. Ist die Hellseherin blind? Ja. Hat sie auch einen Namen? Sapanaro. Nun gut, ich denke, wenn wir gemeinsam gehen, hält Also sich ich. das Risiko in Grenzen. Könnte tatsächlich irgendwas dran sein. Wenn mir den Namen nicht gemerkt, aber. Werfe mal einen Blick zu Rafim. Glaube, der Name war ein anderer, aber naja. Dann bewegen wir uns besser schnell. Ja, bevor die Wachen dort mit ihrer Beschäftigung fertig sind. Ich dachte eher, bevor unsere Verfolger sich einen Plan zurechtlegen können. Ja, und so führt euch das kleine Mädchen erst einmal nach Norden, vorbei am Fex-Tempel und würde dann abbiegen nach links in den Zug hinein. Natürlich wachsam, um Auf jeden so. Fall. Ich richte mir alle 3 Schritte den Kragen und sehe nervös über meine Schulter. So wie es jemand, der sehr offensichtlich verfolgt führt, tummelt. Okay. Ich raune den anderen zu. Die Hellseherin von damals hieß Orana, aber ich habe keine Ahnung, wie ihr Muttername war. Also, sie könnte es sein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Nun, Wahrsagen ist für Spinner und größeren Wahnsinnige. Sag dir das lieber nicht ins Gesicht, sie ist eine Hexe. Deswegen sage ich es ja euch, damit ihr das bereits wisst. Das kleine Mädchen huscht durch die Gassen, so dass ihr sie fast immer verliert. Immer mal wieder mit dem Blick nach oben über euch oder in den Fenstern, falls jemand von über euch angreift. Und könnt dann so zwischen dem undefinierbaren Müll umhertauchen, versuchen dann eben zu folgen, bis ihr dann vor einer Wohnung steht, die bereits von draußen erbärmlich stinkt mit dem ganzen Abfall, irgendwelche Kleidungsreste, die da vorliegen und auch wohl irgendwelche Fische, die da wohl, ja, ihr seid mit einem Zug angespült worden, sind sie nicht, aber es sieht so aus, als ob hier viele Menschen schon das ein oder andere Blut gelassen haben. Ist das dieselbe Wohnung, wo wir schon einmal waren, als wir in Elberum waren? Ja, die Holzdielen quietschen verdächtig, wenn das Mädchen den Boden betritt. Kommt mit. Ist das der Ort, wo ihr schon einmal wart? Ich nicke. Dann war es wohl eine gute Entscheidung, mitzugehen. Naja, sieht mir nicht bekannt aus, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, Boltax war damals dabei. Die ist gerade auf einer kleinen Besorgungstour unterwegs. Er meinte irgendwas von, er muss seine Edelsteine gießen, was auch immer das bedeutet. Ja, ihr könnt dann vorbei an irgendeinem umgestürzten Schrank treten, das ehemalige Porzellan oder die Tonkrüge sind dann zerbrochen und liegen dort immer noch. Auch der Inhalt, der da wohl ehemals drin gelagert war, liegt da gammelig dabei. Auch eine kleine Ratte, die da wohl irgendwas von frisst. Und von dem kleinen Mädchen findet ihr im Inneren des Gebäudes selbst nichts mehr. Es stinkt einfach ekelhaft, nicht so nach Blut. Nicht so nach Fliegen, aber schon alt und schmutzig, ungewaschen. Irgendwelche wahllosen Betten, die da fleckig in verschiedensten Räumen stehen. Und wenn ihr euch umblickt, könnt ihr in einem der Räume, die besonders nach Rauschkraut und Abfall stinken, sehen, wie dort eine alte blinde Frau sitzt und auf dem Stuhl daneben eine weitere unglaublich hübsche Person mit einer Schlangentätowierung im Gesicht. Auf dem gesamten Körper. Gamin versucht flach zu atmen und
hat erst noch so halblaut Orana in den Raum hinein gerufen und bleibt jetzt stocksteif stehen, als sie die Frau mit der Schlangentätowierung sieht. Kommt rein! Schön, euch zu treffen. Die Abbildungen werden euch nicht gerecht. Werden sie nicht. Kommt rein. Wir haben keine Stühle für euch reserviert. Stellt euch einfach in die Ecke. Na, wenn das nicht eine Überraschung ist. Nein, kein Fenster. Zumindest keine, die nicht zugenagelt sind. Aber ich kann sagen, weil ansonsten wäre ich jetzt hingegangen und hätte sehr verdächtig, unverdächtig diese Fensterläden zugeschlagen. Gibt es eine Tür? Wir sind durch eine Tür reingekommen, wir sind nicht im Boden gekrochen. Nur die Tür, durch die ihr gekommen seid. Gut, dann würde ich hinter mir schließen, als letzter. Nun, ihr müsst euch hier sehr sicher fühlen. Die ganze Stadt scheint nach euch zu suchen. Zumindest kann ich mich nur hier im Zug bewegen. Sollte offensichtlich sein, warum. Und was macht ihr mit diesen verdammten Nachtwinden? Warum haben sie euch nicht schon erwischt? Ich mache gar nichts mit ihnen. Das ist das Geheimnis, wie ich überlebe. Ihr seid also Zulamin, Abelmir, Serpentilio, Boltax, sie schaut aber über die Schulter, und Rafim. Ich nehme an, ihr habt meinen Namen nicht in dem Zusammenhang gehört, dass ich der größte Dämonenbeschwörer auf dieser Seite bin. Nein, habe ich nicht. Ja, dachte ich mir. Dürfte ich fragen, warum man euch sucht? Nun, dürfte ich fragen, warum die größten Helden Aventuriens nach den 7 Gezeichneten ein weiteres Mal Elberum aufsuchen? Ihr wisst schon, dass es sehr unhöflich ist, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Und ihr wisst schon, dass ich mich einem Mann gegenüber nicht rechtfertigen werde. Ach, immer diese aranischen Gebräuche hier. Könnt ihr einfach nicht ablegen, oder? Ihr seid der Schlechter von Elberum. Nun ja, Gerüchte. Es war ein kleines Waisenhaus. Und ihr seid eine Absolventin der Schule der Schmerzen, also verzeiht, wenn wir euch nicht mit offenen Armen empfangen. Das müsst ihr auch nicht, das erwarte ich auch nicht. Deswegen habe ich diesen neutralen Ort gewählt. Streitet euch nicht, Kinderchen. Bitte nicht. Was wollt ihr von uns? Eure Hilfe. Warum sollten wir euch helfen? Weil ich etwas habe, was ihr braucht. Das wäre immer raus mit der Sprache. Den Tyrilli und Tetraeder. Ihr habt ihn? Ich habe ihn. Beiß mir auf die Zunge. Sie ist der Erbe mit dem Zeichen der Schlange. Ich bin der Einzige, der ihn öffnen kann. Deswegen. Deswegen wird sie auch so sehr gesucht. Jetzt ergibt das einen Sinn. Das bedeutet doch, dass ihr mich nicht umbringen könnt. Und ihr wollt im Gegenzug für den Tätowierer was von uns? Eure Hilfe. Weil ich... Hört auf, mich zu unterbrechen, Mann. Weil ich nicht in den Palast gehen kann. Warum sollte offensichtlich sein? Nun, wenn ich das richtig sehe, so sind wir beide keine Freunde von Iphemia. Korrekt. Was braucht ihr aus dem Palast? Den Schleier. Den Schleier. Ihr wisst, dass direkt da draußen ein Markt ist, mit Schneidern und allem? Mann, ihr schweigt nun. Redet ihr von dem 7. Schleier? Korrekt. Wenigstens jemand, der studiert hat. So ein Tanz mit 7 Schleiern soll wirklich im Palast aufgeführt werden, das wurde uns erzählt. Zulamin, es ist unglaublich, dass ihr mit dieser Art Männern reisen könnt. Nun, sie sind gut in dem, was sie tun. Das habe ich auch gehört. Ihr wisst also, dass der 7. Schleier sich im Palast von Iphemia befindet, ja? Korrekt. Warum wollt ihr den Schleier? Weil ich ihn brauche. Wofür? Für den Gürtel. Ihr seid auf einer Reise und ich bin auch auf einer Reise. Unsere Ziele sind identisch. Gut, aber warum sucht ihr den Gürtel? Um ihn zu vernichten. Das klingt nicht sehr überzeugend. Das ist ein guter Grund. Wenn er wahr ist.
Ich könnte Menschenkenntnis auf sie würfeln. Du kannst Mensch. Ihr könnt alle Menschenkenntnis auf sie würfeln. Ich könnte einen brennertoter Stoff auf ihre Klamotten würfeln. Das kannst du auch machen. Du siehst, wie dich die blinden Augen von der Hellseherin fokussieren. Serpentelia und nicht. Nun gut. Also sie weiß genau, was du vorhast. Noch bevor ich es wusste. Nun, es ist ein durchaus ansprechendes Angebot, nicht wahr, Capitania? Also, Kelbarra ist ein sehr ambivalenter Charakter. Sie ist unglaublich arrogant, sie ist unglaublich eitel und selbstverliebt. Sie ist eine Aranierin durch und durch. Ob sie eine Auronierin, gut, sie hat jetzt halt hier studiert. Aber sie ist eine Aranierin durch und durch. Aber du hast nicht das Gefühl, dass sie lügt. Ich glaube ihr, dass sie den Zehmal Sule vernichten möchte. Und ich bin überzeugt davon, dass sie glaubt, die Fähigkeiten dazu haben. Allein, ich denke nicht, dass diese Sache so einfach ist. Wie also wollt ihr es angehen? Mit eurer Hilfe. Könnt ihr etwas deutlicher werden für die Dumme unter uns? Nun, für euch also, ja. Ihr beschafft den Schleier. Wir reisen gemeinsam mit den Versatzstücken, die Alrik damals hinterlassen hat, dem Gürtel hinterher und vernichten ihn. Wie wollt ihr den Gürtel vernichten, meinte ich? Dazu habe ich noch keine Analysen angestellt. Immerhin weiß ich nicht, wo er sich befindet. Ich weiß, dass er verschwunden ist und dass Alrik ihn hatte. Und dann, sobald der Gürtel vernichtet ist, händigt ihr uns den geöffneten Terrigan-Tetraeder aus, ja? Den könnt ihr haben. Und den siebten Schleier. Wir werden ihn zumindest brauchen, solange der Gürtel noch nicht vernichtet ist. Damit seine Sonst Macht, seine unbestreitbare Macht, sich nicht auf uns auswirkt. Nun denkt ihr, dass der Schleier nur euch schützen wird? Denn so wie das klingt, werden wir in eurer Begleitung sein. Wir werden den Schleier um den Gürtel wickeln. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Diese erscheint mir eine sehr primitive Art, um eine solche Art von Energie in Schach zu halten. Es ist ein göttliches Artefakt. Nun, nichtsdestotrotz, drumherum wickeln? Warum polstert ihr nicht eine Kiste aus Kochbasalt damit? Ich denke nicht, dass man so ein erzdämonisches Artefakt einfach binden und sichern kann. Nun, ich denke, diese beiden Dinge schließen sich nicht unbedingt aus. Ist euch bekannt, dass in meinem Palast in Janka ein Gemälde eures Vorfahren hängt? Nun, ich habe es gesehen, ja. Es gibt weitere dieser Gemälde. Die Person, die darauf abgebildet ist, schien sowohl den Schleier als auch den Gürtel zu tragen. Wie deutet ihr das? Tja, ich weiß, dass Alrik ihn besaß. Sowohl den Schleier als auch den Gürtel. Ob er ihn getragen hat, weiß ich nicht. Ihr sagtet, es gibt noch weitere Gemälde. Habt ihr schon ein weiteres gesehen? Ich habe den Terrillion-Tetraeder gefunden mit Hilfe dieses Gemäldes. Also wart ihr in Janka oder wo habt ihr die Spur aufgenommen? Sie schaut dich forsch an. Nun, also, es ist das relativ egal, solange sie ihn uns am Ende aushändigt. Also, ich bin bereit, in dieser Sache mit euch zusammenzuarbeiten. Aber ich trage den Schleier. Und wir werden ihn zu diesem vereinbarten Zweck benutzen, den wir soeben besprochen haben. Um die Macht des Gürtels einzudämmen. Sie nickt. Ihr könnt ihn tragen. So wie ich den Terrillion-Tetraeder tragen werde. Benötigt ihr den Tetraeder nach dieser Sache noch? Nun, laut den Aufzeichnungen, die ich gefunden habe, brauche ich ihn danach nicht mehr, nein. Wärt ihr bereit, ihn uns zu überlassen?
Ich dachte, das hätten wir bereits abgesprochen. Danach könnt ihr ihn haben, ja. Gut. Dann sagt uns, was wir wissen müssen, um den Schleier im Palast zu finden. Ich weiß es nicht. Der Palast ist die letzte Möglichkeit, wo ich ihn noch nicht gesucht habe, wo er aber sein muss. Immerhin, und das habt ihr sicherlich herausgefunden, war er liiert mit der ehemaligen Sultana. Und damit meine ich nicht Niobara. Ich nehme an, dass der nach dem Schleier benannte Tanz, der dort aufgeführt wird, nicht wirklich diesen beinhaltet, oder? Nein, selbstverständlich nicht. Das ist irgendeine Schleiertänzerin von minderer Qualität. Der Tanz der sieben Schleier wird in den Thulamidenlanden häufig zu Ehren der schönen Göttin aufgeführt. Aber wir sollten diesen Gedanken vielleicht trotzdem nicht vorschnell verwerfen, da wir keine näheren Informationen haben. Sehen wir uns einfach um. Nun, wenn ihr den Palast betreten solltet, was ich wie gesagt nicht kann, dann solltet ihr euch nicht auf eure normale Orientierung verlassen, denn die Räume wandeln sich, so wie ich bereits herausgehört habe. Ihr solltet also viel mehr auf Traumvisionen zurückgreifen. Und das sollte in eurer Möglichkeit sein, Thulamin. Ist es nicht eine gefährliche Sache, gerade in diesem Kontext Visionen oder Träumen nachzugeben? Ihr sollt keine Drogen schnupfen und diesen Visionen nachheischen, sondern nach eurer Göttin rufen. Wir haben zu diesem Zwecke einen Spezialisten. Überlasst das uns. Viel Erfolg. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich hier. Gut. Gut. Dann wissen wir für den Moment genug. Lasst uns uns auf heute Abend vorbereiten. Ja. Lasst uns gehen. Der Tardis gestank nicht länger. Ich sehe viel Blut auf eurem Weg. Ihr werdet angegriffen werden. Ich kann nicht viel sehen, aber achtet auf eure Schritte. Sie wissen von euch. Überraschung, Überraschung. Nun, dann wissen wir ja, womit wir uns bis heute Abend beschäftigen. Oh, große Hellseherin, könnt ihr mir auch etwas sagen, das ich nicht schon weiß? Könnt ihr sehen, wo wir angegriffen werden? Es ist undeutlich. Es verschmiert. Der Hintergrund ist unscharf. Ich hoffe, es sind die verdammten Nachtwinde. Wie viele sind es? Ihre Zahl verwischt. Es ist schwierig zu sehen und zu sagen. Um Himmels Willen, hört auf, dem nichtsgönnenden Charlatan noch Wasser zuzuspülen und geht endlich. Chalvin dankt euch. Wir haben zu danken. Himmels Willen, ihr behauptet ordentlich ausgebildet zu sein und gleichzeitig lasst ihr euch mit solchen Stümpern ein. Wirklich, ihr seid eine Schande für die ganze Zunft. Ihr wisst nicht, was ich weiß, halt den Mund. Ich habe eine sehr gute Vorstellung von dem, was ihr alles nicht wisst. Ja, kommt einfach. Die Vorhersagen der Frau haben sich letztes Mal, als Nil Burum waren, als wahr erwiesen. Ich glaube, da können wir tatsächlich einige Sachen draufsetzen.